Hi Leute und willkommen zum sechsten Video zum Oldtimer Campervan Ausbau und Verlosungsprojekt. Ja krass, das sechste Video schon zu diesem Projekt und man sieht es vielleicht noch nicht so ganz, aber wir befinden uns auch wirklich schon auf der Zielgeraden. Im heutigen Video werde ich hier ein sehr, sehr cooles Bett reinbauen, das tagsüber ein Sofa ist, nachts ein Bett mit einer Liegefläche von 2 Meter mal 1,40 Meter und das wird längs ins Fahrzeug eingebaut und dürfte deswegen in so ziemlich jeden Transporter reinpassen. Deswegen denke ich, das wird ganz spannend. Ich habe euch aber im letzten Video versprochen, dass ich euch noch das Ergebnis der Verkleidung zwischen Wand- und Deckenverkleidung zeige, also den Übergang in der Ecke oben, und das mache ich jetzt noch kurz. Ich hatte davor echt Respekt, weil das wirklich nicht einfach war und ich musste diese Latten, die ihr da jetzt sehen könnt, das sind vorne 1, 2 übereinander und hinten auch nochmal 2 übereinander, die musste ich wirklich viel anpassen, dass die halbwegs da hingepasst haben. Aber ich finde, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Bevor wir jetzt mit dem Bau des Betts anfangen, wollte ich noch ganz kurz auf die Verlosung des Fahrzeugs eingehen, für alle, die hier vielleicht gerade zufällig gelandet sind und das erste Video zu diesem Projekt sehen. Ich werde dieses Fahrzeug nach dem Ausbau tatsächlich komplett verlosen. Und was ihr damit machen müsst, das erfahrt ihr in dem ersten Video zu dem Projekt. Ich habe eine Playlist erstellt, da sind alle Videos zu dem Ausbau drin. Genau, also schaut da unbedingt mal rein, schaut euch das erste Video an. Die Playlist findet ihr hier oben in der Ecke verlinkt. Für das Bett kommen zu einem großen Teil die rohen 12 mm Epic Ply Platten zum Einsatz. Roh aus dem Grund, weil das keine Sichtplatten sein werden und da spare ich natürlich damit auch Gewicht. Und die sichtbaren Flächen, also die Front und die Seiten, die werden aus einer 16 mm Platte mit grauem HPL Furnier sein. Die liegt irgendwo hier noch begraben, die sehen wir dann auch später. Für die super leichten Epic Ply Platten, die perfekt für den Van-Ausbau sind, habe ich auch einen Rabattcode für euch. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auch jederzeit auf meiner eigenen Website denniskoburger.com. Da findet ihr generell alle Rabatte und da lohnt es sich definitiv mal vorbeizuschauen. Wie sagt man so schön, Planung ist die halbe Miete und deswegen steht hier auch mein Laptop. Hier habe ich nämlich schon ordentlich das Bett geplant und zwar dreidimensional in SketchUp und dieses Modell werde ich jetzt im Laufe des Baus auch noch vervollständigen, sodass wirklich alle Maße perfekt passen und das alles auch schön aufbereitet ist in einer PDF-Datei mit Bemaßungen und allem drum und dran. Und dann werdet ihr auch die Möglichkeit haben, früher oder später diesen Plan zu erwerben, eben als PDF-Dokument, in dem alles ganz übersichtlich erkennbar ist. Sobald das verfügbar ist, werdet ihr den Link dazu ganz oben in der Videobeschreibung finden. Und es lohnt sich auch dafür, mir auf Instagram zu folgen, denn auf Instagram erfahrt ihr sowas immer in Echtzeit. Sobald das dann gelauncht ist, werde ich das dort natürlich ankündigen. Den kompletten ersten Tag des Baus des Bettes habe ich mit Zuschnitt von Platten verbracht. Der Ablauf war dabei immer das gleiche. Anzeichnen, ausschneiden und danach alle Kanten gründlich mit einem Handschleifer abschleifen, damit man keine scharfen Kanten mehr hat. Das Ganze bekommt ihr jetzt in der extrem verkürzten Version zu sehen. Trotzdem war es mir nochmal wichtig hervorzuheben, wie viel Zeitaufwand das wirklich ist. Im Zeitraffer sieht das gerne mal nach nur 1-2 Stunden Arbeit aus. Tatsächlich waren es aber eher so 6-7 Stunden und das war noch lange nicht alles für das komplette Bett. Geil, so sieht sie also aus, die Stirnseite des Bettes. Also diese Platte wird es genau in der Größe zweimal geben, einmal vorne, einmal hinten. Sieht doch ziemlich cool aus. Die Kanten sind im Großen und Ganzen auch sehr, sehr gut geworden. Nur hier habe ich leider einen Absplitterer an der einen Kante. Hier seht ihr es vom Schneiden und man erkennt hier auch an der Schnittkante, dass ich genau da einmal mit der Säge neu angesetzt habe. Da ist ein minimaler Versatz und dabei muss auch hier diese HPL-Beschichtung abgesplittert sein. Aber das ist die einzige Stelle, das wird dann einfach die Rückseite, die nach innen gewandt ist und die andere Seite ist zum Glück 1A. Und ich habe die Kanten auch schon
abgeschliffen. Hier kann man jetzt schön drüber streichen und das tut nicht weh. Es ist komplett matt, wie der Name schon sagt. Und auch der Grauton ist echt sehr schön. Bin ich sehr gespannt, wie das dann im Fahrzeug wirken wird. Nachdem ich die zweite Stirnseite zugeschnitten habe, habe ich daraus noch den Ausschnitt für die Ausziehküche ausgeschnitten und auch die lange HPL-Platte für die lange Seite des Betts fertig angepasst. So, ich glaube, dass ich jetzt erstmal alle Platten fertig geschnitten habe. Ich hoffe, dass jetzt die anderen Maße alle passen und dass mir nicht gleich beim Zusammenbau des Betts auffällt, dass ich da doch irgendwie noch ein paar Denkfehler drin hatte. Das wird sich gleich zeigen. Auf jeden Fall fange ich an mit den Platten, die hier am Boden liegen. Das ist quasi das ganze Innenleben des Betts. Von außen kommen dann noch die HPL-Platten mit dran geschraubt und wie ich das Ganze verschraube, das variiert ein bisschen. Dafür habe ich jetzt hier nochmal meine Planung, um es euch zu zeigen. Also hier zum Beispiel diese Unterkonstruktion für den Lattenrost, wo dann diese Platte letztendlich drauf liegt. Hier diese gelöcherte Platte, die aktuell noch nicht gelöchert ist, das muss ich auch noch machen. Da habe ich zwei lange Holzlatten und dazwischen vier kurze. Da schraube ich einfach von außen durch die Latte durch, in die Stirnseite rein. Zusätzlich mache ich noch Leim dazwischen, damit es dann auch nicht nur durch die Schrauben hält, sondern eben auch durch den Leim. Das werde ich an vielen Stellen so machen, überall wo das geht, einfach Schrauben durchschrauben, in die andere Platte rein, Leim dazwischen, damit es nochmal extra verstärkt ist. Und überall, wo es nicht möglich ist, dass ich einfach mit der Schraube durchschraube, zum Beispiel dann von außen, will ich keine sichtbaren Schrauben haben, deswegen geht das da nicht. Da arbeite ich dann einfach von innen mit Winkeln stattdessen. Und auch da werde ich dann zwischen den Platten an den Verbindungsstellen entweder Holzleim auftragen, wenn es zwei Holzplatten sind. Wenn es aber eine HPL-Seite ist, die da mit dran ist, dann mache ich Sodalfix All dazwischen, weil der hält auf allen Materialien gut und ich glaube, Holzleim würde auf HPL wahrscheinlich nicht halten. Genau, und so kann ich dann einfach die ganze Konstruktion nochmal mit Leim bzw. Kleber quasi unterstützen, denn das Ganze ist ja nicht dafür vorgesehen, dass man es irgendwann nochmal auseinanderbaut, sondern es soll halten, auch wenn man es jetzt mehrmals ins Auto rein und raus trägt. Und ich glaube, das schadet es nicht, wenn ich da auch noch ein bisschen Kleber mit benutze. Jetzt fange ich aber, wie gesagt, erstmal damit an, die Unterkonstruktionssachen aus diesen Platten hier zusammenzuschrauben. Ich habe hier gerade das erste Mal ein neues Hilfsmittel getestet und zwar ist das hier. Das habe ich mir vor einigen Wochen mal gekauft. Das ist so ein Hilfswinkel, mit dem man zwei Platten im rechten Winkel zueinander verschrauben kann und der kommt hier rein und dann sind hier zwei von diesen Dingern dabei. Das ist hier, ja, da ist ein Gewinde drauf auf der einen Seite. Die andere Seite steckt man hier quasi einfach in eins dieser Löcher rein und jetzt ist auf dem Gewinde hier einmal dieser schwarze Drehknauf und dann noch dieses, ja, Alu-Teil. Sage ich mal, das kann man einfach so vorne zurückschieben und mit diesem schwarzen Drehknauf wird das letztendlich dann auch an die Platte dran geschoben. So, und dann spannt sich das damit fest und jetzt kann man das gleiche noch auf der anderen Seite machen und dann kann man hier schön die Schraube reinjagen. Also gutes Teil, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das macht die Arbeit echt deutlich leichter, gerade wenn man zum Beispiel Schubladen baut oder so, wo man sehr viele solche Situationen hat, dann erleichtert das die Arbeit extrem. Findet ihr in meinem Amazon-Shop unter dem Punkt Werkzeug. Außerdem habe ich noch einen Tipp, was ich hier noch gemacht habe. Das ist diese Latte. Hier kommt nämlich später mal die Kühlbox-Schublade rein und das gleiche Spiel habe ich da hinten für die Ausziehküche. Und da habe ich mir einfach kurz eine passende Latte in genau dem Maß, das ich hier brauche, als Platzhalter zugeschnitten. Einmal, um sie hier hinten reinzumachen, um hier auch beim Anschrauben quasi die richtige Distanz zu haben. Und jetzt aber auch hier vorne, wo das Ganze ja jetzt noch beweglich ist, wie ihr sehen könnt, da kann ich es jetzt eben auch vorübergehend einfach hier reinstecken als Abstandshalter, weil jetzt dann die große HPL-Platte da von vorne drankommt.
die fixiert das Ganze letztendlich. Also das hier wird in die HPL-Platte geschraubt. Hier vorne werde ich es auch irgendwie mit der HPL-Platte befestigen. Und dadurch ist das ja dann auch starr und kann eben nicht mehr zueinander gehen. Aber dafür brauche ich eben temporär hier diesen Abstandshalter, damit ich dann genau das passende Maß habe, dass es hier schön parallel ist und später die Auszüge hier rein können und dann halt die Schublade. Dabei ist natürlich wichtig, dass man auch die Breite der Auszüge mit einplant. Wie breit die Auszüge sind, das ist unterschiedlich, aber das findet man immer in den technischen Daten zu den jeweiligen Auszügen. Ich glaube, hier hat sich ein Fehler eingeschlichen. Und ich weiß noch nicht genau, wieso. Apropos eingeschlichen, das Tier für das Gewinnspiel für das heutige Video ist ein weißes Lamm, passend zu Ostern. Im heutigen Video ist es also keine Einblendung, sondern ich sage es euch auf diesem Weg, damit wir alle Leute eliminieren, die einfach nur mit ihrer Maus die Timeline durchgehen und versuchen dabei, das Tier zu finden. So einfach mache ich es euch diesmal nicht. Die Löcher in den Platten dienen der Belüftung der Matratzen. Nach 11 Löchern war der erste Akku des Akkuschraubers bereits leer und der Akkuschrauber heiß. Eine größere Bohrmaschine habe ich leider nicht, weshalb ich dann den Akkuschrauber mit dem Lochbohrer nur noch zum Anzeichnen benutzt habe und die Ausschnitte mit der Stichsäge gemacht habe. Das hat mal wieder so viel länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Ich dachte, dass ich das gestern am Vormittag definitiv fertig mache und dann auch das ganze Bett gestern schon fertig zusammenbaue. Jetzt habe ich insgesamt ungefähr 8 Stunden gebraucht, um diese 3 Platten hier so vorzubereiten, sage ich mal, die Löcher alle reinmachen, lackieren, schleifen. Aber Ergebnis sieht gut aus und jetzt kann es weitergehen mit dem Zusammenbau des Betts. Als erstes werde ich jetzt diese Platten noch miteinander verbinden. Und zwar habe ich mir dafür schon sogenannte Klavierbänder besorgt. Das ist letztendlich wie so ein Klappscharnier, nur sehr lang. Und davon habe ich hier 6 Stück oder so. Die sind 1,20 Meter, glaube ich, lang. Ja, genau, 1,20 Meter. Und ich brauche eben quasi einmal hier als Verbindung, einmal da und einmal noch hier ganz hinten. Das wird dann quasi der Anschlag, der am Bett auch fest angeschraubt wird. Und da brauche ich jeweils 2 Meter. Ich mache das auf die komplette Länge. Und das bedeutet, dass ich bei 3 davon was abschneide, damit ich dann die 1,20er Stücke habe und dann noch 80 daneben. Genau, erster Schritt, dann zusammenschrauben und dann weiter das Bett zusammenbauen. So Leute, das sieht doch jetzt schon fast nach dem Bett aus dem Plan aus, den ich euch gezeigt habe. Es wird langsam. Allerdings ist es von der Belastung her so noch nicht stabil genug. Das habe ich mir auch schon gedacht und habe ich auch schon eine Lösung für mir überlegt. Also hier könnte man sich jetzt noch nicht draufsetzen oder drauflegen. Da bräuchte man in der Mitte dann noch eine Stütze. Eine Stütze in der Mitte ist aber auch nicht wirklich möglich, aus folgendem Grund.
Dieses Gestell, das ich hier habe, das wird mit den Schwerlastauszügen hier vorne reingeschraubt und da kommt dann noch die große Platte drauf und dieses Gestell fährt hier dann vor und zurück. Und wenn das hier zurückgefahren ist, dann fährt das eben ja, komplett hier rein. Das heißt, wenn dann eine Stütze in der Mitte wäre, wird das so nicht funktionieren. Ich muss die ganze Zeit nachdenken, in welchen Schritten ich jetzt sinnvoll hier weiter vorgehe. Und ich glaube, der nächste sinnvolle Schritt ist jetzt, dass ich die Schwerlastauszüge anbringe. Und das sind wirklich heftige Schwerlastauszüge. Die können sehr viel Last tragen, um genau zu sein, 225 Kilo. Ich werde hier auf jeden Fall auch noch Stützen zum Boden unten drunter machen, damit das Gewicht richtig zum Boden hin unterstützt wird sozusagen. Ich habe hier am Boden ja diese Unterkonstruktion vom Bett und da mache ich einfach hier eine senkrechte Latte nochmal hin, die schraube ich hier fest, die führt dann direkt zum Boden runter und dann liegt der Auszug da quasi komplett drauf. Das ist der Hebel für die Ver- und Entriegelung des Auszugs. Das ist ein Vollauszug, das heißt die kompletten 70 cm fahren sich hier auch aus und dann fährt man es wieder rein und mit dem Hebel wird es dann auch wieder verriegelt. Zusätzlich zu den senkrechten Stützen, die das Gewicht nach unten schon mal stützen, werde ich hier natürlich auch komplett auf die große Fläche Sudalfix All Turbo wieder aufbringen, also der Kleber, mit dem ich hier alles zusammenklebe. Der wird das auch nochmal gut unterstützen, auch wenn natürlich die Kräfte, die hier drauf wirken, dann so Scherkräfte sind. Da ist Kleber generell immer nicht so gut dann geeignet. Aber zusätzlich wird es natürlich auch noch verschraubt. Für mich ist es das erste Mal, dass ich mit einem Schwerlastauszug arbeite. Und dieser Schwerlastauszug, da kann man die Innenschiene nicht von der Außenschiene trennen. Ich glaube, dass das bei Schwerlastauszügen immer so ist, aber ist für mich bisher noch neu. Hier muss man es jetzt quasi so machen, dass ich diese Außenschiene hier schon mal anbringe komplett. Und dann muss ich quasi den Auszug nach vorne ausfahren. Und dann kann ich diesen Rahmen, den ich euch gerade auch gezeigt habe, auf dem dann die große Platte drauf sein wird, an dem Innenauszug der Auszüge befestigen. Und dafür werde ich auf jeden Fall davor schon mal die Löcher anzeichnen und auch anbohren, damit ich die zumindest schon drin habe, weil das macht es dann wiederum deutlich einfacher. Ich habe, wie gesagt, diesen Schwerlastauszug einmal in 70 cm und für die Küche in ungefähr 110 cm, glaube ich. Und dann habe ich noch normale Auszüge für den Kocher, der nochmal in der Küche extra ausziehbar sein wird, eine weitere Schublade in der Küche, die man hier seitlich hinten ausfahren können wird und noch einen 60 cm langer Auszug für die Kühlbox, die vorne ins Bett reinkommt. Genau, und all diese Auszüge habe ich von einem neuen Partner, der heißt Teleskopschienenshop. Da findet ihr Auszüge jeglicher Art und auch da habe ich wieder mal für euch einen Rabattcode ausgehandelt. Das ist echt cool, weil mittlerweile habe ich für so ziemlich alles rund um den Van-Ausbau Rabattcodes für euch. Und bei Teleskopschienenshop spart ihr mit dem Code DENNIS5 dauerhaft 5% bei eurer Bestellung. Und ab einem gewissen Warenwert ist der Versand dann auch kostenlos. Das heißt, überlegt euch einmal, welche Auszüge ihr braucht, bestellt das auf einmal, dann spart ihr euch den Versand und eben mit dem Code DENNIS5 noch extra 5%. Ich muss gestehen, Stand jetzt bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich stabil genug wird. Mal gucken im hinteren Bereich, ob da das, was ich mir überlegt habe, funktioniert und ausreicht. Das mache ich jetzt und dann zeige ich es euch. Dafür noch mal kurz die Ausgangssituation. Wenn der vordere Teil ausgefahren ist, die nach oben geklappt, dann ist hier halt in der Mitte nichts, was diese Platten stützt, wenn die runterkommen. Und das ändere ich jetzt. So, und jetzt habe ich hier noch diese zwei Verstärkungen reingemacht. Langsam aber sicher sieht das Bett wirklich aus wie ein Transformer. Aber letztendlich ist es das ja auch. Ein Transformer, der von Sofa zu Bett sich transformieren kann. Die Lösung, die ich jetzt hier noch eingebaut habe, um das zu stabilisieren, habe ich mir tatsächlich leider noch etwas stabiler vorgestellt, als sie ist. Auf jeden Fall habe ich hier zwei Latten mir aus der Platte zugeschnitten und insgesamt mit drei Winkeln das Ganze befestigt. Einmal an der Rückseite von diesem Rahmen, der hier vor- und zurückfährt. Und einmal hier hinten an dieser Verstrebung, an der ich auch letztendlich das mit dem Klavierband hier angebracht habe. Und alle Schrauben, die ich hier benutzt habe, sind Gewindeschrauben M6 mit einer Mutter von der Gegenseite. Das heißt, ich habe komplett durchgebohrt jedes Mal und dann die Mutter von der Gegenseite drauf richtig schön fest verschraubt, dass die sich auch nicht mehr lösen. Also an sich ist das wirklich sehr massiv gebaut und ich hatte halt die Hoffnung, dass auch mit diesen Scharnieren, die ich hier eingesetzt habe, das so stabil ist, dass es hier nicht nachgibt. Aber ihr seht, wenn ich hier ein bisschen drauf rumdrücke, gibt das sehr wohl nach. Weshalb ich schon kurz dachte, dass all das hier umsonst ist. Aber im nächsten Moment kam mir auch schon
der Gedanke dafür, wie ich das auch noch lösen kann. Ich habe hier diese waagrechte Stütze reingemacht. Hier habe ich nochmal ein kleines Stück an die HPL-Platte angeschraubt, die hier dann mit einem Winkel daran befestigt und die liegt hier oben auch auf. Also das ist sehr stabil. Dann habe ich hier in der Mitte die senkrechte Stütze, die ist von oben angeschraubt. Hier unten habe ich sie jetzt extra mal nur geklebt, weil hier später noch auch von der anderen Seite der Schubladenauszug reinkommt. Nicht, dass sich da dann die Schrauben in die Quere kommen. Und dann haben wir hier hinten noch die letzte Stütze, die ich da hinten mit diesem Flacheisen befestigt habe. Auch wieder mit Muttern und Gewindeschrauben, damit die Schraubverbindungen auch richtig safe sind. Also das hält jetzt auf jeden Fall. Hier habe ich extra noch mit einem groben Schleifpapier die Kante richtig schön abgerundet, damit hier dieses Ding mit den Winkeln da auch schön drüber gleiten kann. So, jetzt seht ihr es. Genau das ist die Stelle, wo hier quasi die Winkel über die Ecke rüber müssen. Damit es da nicht hängen bleibt, habe ich das schön abgeschliffen. Und im ganz ausgefahrenen Zustand ist es ungefähr so. Das heißt, das hier liegt hier immer noch richtig schön auf und da kann man wirklich mit voller Kraft jetzt drauf. Also das ist schon mal sehr stabil. Hier hinten, das werde ich später einfach auf der Heckküche zum Ausziehen aufliegen lassen, damit das hier auch nochmal schön gestützt ist. Und dann wird das Ganze doch echt langsam stabil. Also hier kann ich jetzt mit voller Belastung wirklich drauf. Das ist top. Bevor die fertig angefasste Blende hier jetzt drankommt, muss ich noch einen kleinen Zwischenschritt machen, denn wir haben hier ein kleines Problem. Und zwar, ihr seht es aus der Perspektive jetzt auch sehr schön, hier links und rechts ist es so, dass die Blende hier noch schön bündig davor kann, sodass sie mit dieser Front bündig abschließt. Aber hier in der Mitte haben wir eine ziemliche Biegung. Also da kommt dieser Rahmen uns ziemlich entgegen. Und das liegt daran, dass ich hier hinten ja diese Transformers-Arme reingemacht habe. Und im komplett eingefahrenen Zustand ist da eine gewisse Spannung drauf, die hier das in der Mitte nach vorne drückt. Also wenn ich jetzt das hier löse, dann kommt das auch gleich diese 2 cm nach vorne, weil da eben diese Spannung drauf ist. Jetzt hätte ich 2 Optionen. Einmal könnte ich da hinten meine Transformers-Arme wieder irgendwie anpassen und versuchen, die Spannung rauszukriegen. Das ist aber mit sehr viel Bastelei verbunden. Ich habe den einen vorher sogar noch mal angepasst, damit es überhaupt funktioniert. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass der Raum da hinten einfach dafür zu eng ist, um das besser hinzukriegen. Deswegen die Alternative, die ich jetzt auch umsetzen werde. Ich werde diese 4 Schrauben hier lösen, sodass diese Teile von dem hier gelöst sind. Sind sie aber dann leider noch nicht ganz, weil hier dazwischen an der Kontaktstelle auch Leim aufgetragen ist. Und der Leim wird das sehr fest zusammenhalten. Da bleibt mir also nur die Option, dass ich dann mit einer Säge die Verbindungsstelle einmal auftrenne und dann noch diese, es sind 1,7 cm, habe ich gerade schon gemessen, die schneide ich dann auch noch weg. Und dann kommt die Front wieder dran und dann dürfte es passen. Dann habe ich zwar hinten immer noch die Spannung, was natürlich nicht optimal ist, aber es dürfte vom Ergebnis her dann trotzdem schön werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Augen sind zwar gelasert, doch für die heutige Präsentation möchte ich diese Brille dennoch aufsetzen, um intelligenter zu wirken und meine Fachkompetenz auch auszustrahlen. Ich präsentiere Ihnen heute das DIY Van, Bett und Sofa, welches aus Handarbeit gefertigt wurde. Darauf finden Sie und Ihre Frauen, ich meine natürlich Frau, ganz bequem Platz. Egal, ob Sie nun sitzen möchten oder liegen, alles ist hier möglich. Wir bei Dennis Coburger DIY Campervan Ausbau legen besonderen Wert auf präzise Arbeit, weshalb selbstverständlich diese Blende perfekt abschließt mit der Front. Wir verwenden ausschließlich die hochwertigsten Materialien. Hier sehen Sie das wunderschöne Epic Ply in mattem Grau. Das ist wirklich wunderschön und hochwertig. Wenn auch Sie mit Ihrem Wohnmobil wieder mal 230 km/h auf der Autobahn gefahren sind und nach 3 Stunden brauchen Sie einfach mal zwischendurch eine Pause, dann halten Sie einfach an und fahren Sie Ihr Bett aus. Also ich sag mal so, hier wäre noch ein Plätzchen frei, ne? Okay, das muss fürs Erste reichen. Ich glaube, wir haben genug Cringe erreicht, dass ich wieder normal reden kann. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen, bevor ich hier noch eine kleine Anpassung dran mache. Und zwar ist es selbstverständlich auch möglich, dass man hier unten drunter an den Stauraum drankommt, indem man das einfach hochklappt. Da werde ich wahrscheinlich an der Wand noch irgendeine Befestigung dran machen, dass man das einhängen kann. Alternativ, wenn man es fancy machen möchte, könnte man hier auch einfach Gasdruckdämpfer anbringen, damit das dann sogar von selbst oben hält. Auf jeden Fall wichtig, dass man irgendwie natürlich auch hier überall drankommt und ich dachte mir, das ist die einfachste Lösung dafür. Dazu habe ich einfach die Blende hier vorne extra überstehen lassen, dass diese Platte jetzt nicht nach vorne wegrutschen kann. Also die wird dadurch quasi hier gestoppt und man kann sie halt einfach hochheben. Und was ich jetzt aber noch mache, ist, dass im eingefahrenen Zustand die Platte sich nicht mehr nach links und rechts verschieben kann.
Das kann sie nämlich aktuell. Dafür mache ich jetzt einfach noch von unten auf beiden Seiten einen kleinen Holzklotz hin. Den klebe ich da einfach an und dann kann die Platte nicht mehr nach links und rechts verrutschen. Ich habe jetzt noch die eine Matratze zugeschnitten. Also ich habe die in der Mitte quasi zerteilt, aber den Bezug hier auf der einen Seite zumindest ganz gelassen, sodass man die jetzt hier im Tag- bzw. Sofa-Modus so dahinstellen kann. Auf alle Fälle ist das jetzt der Sofa-Modus. Natürlich kommen dann da noch Bettlaken auch drauf. Und dann würde ich da auch eine schöne Tagesdecke drüber machen. Genau, dann hat man sein gemütliches Sofa. Und jetzt bauen wir das Ding noch einmal zum Bett um, damit ihr dann seht, wie das im Bettmodus ist. Dass man halt die Matratze hier leicht anheben, dass man da ein bisschen reingreifen kann. Und dann einfach ausziehen. Und dann kommt die Matratze hier ganz einfach da hinten drauf. Und schon haben wir unser 1,40 Meter mal 2 Meter Bett. Ja, ich glaube, darauf kann man sich's auf jeden Fall gemütlich machen. Die Heckküche, die hier noch reinkommt und auch die Kühlbox-Schublade, das kommt beides dann im nächsten Video. Eventuell bekommt diese Seite des Betts auch noch Stützen. Im Van wird das Ganze natürlich auch am Boden ordentlich verschraubt, aber trotzdem ist es sicher besser, wenn man den vorderen Teil hier nochmal abstützt. Ich gucke mir das dann mal im eingebauten Zustand im Van an, wenn alles andere fertig ist, weil direkt angrenzend kommt da ja auch das Regal ins Fahrzeug rein und vielleicht mache ich da auch einfach irgendeine Auflage, dass das ausgefahrene Bett dann dort auf irgendeiner Stütze aufliegen kann, sodass man eben keine Stütze zum Boden runter braucht. Aber sonst wird da natürlich auch nichts dagegen sprechen. Könnte man ganz einfach hier bei dem Auszug unten auch noch integrieren. Links und rechts jeweils eine Stütze, unten dran ein bisschen Filz oder so, damit man den Boden damit nicht zerstört. Und dann wäre das auch kein größeres Problem. Mir ist schon klar, dass ihr jetzt gerne noch das fertige Bett im Van sehen würdet. Aber da müsst ihr euch leider noch ein kleines bisschen gedulden, denn der Ausbau kommt jetzt schon wirklich so langsam, aber sicher Richtung Zielgerade. Hier halt jetzt, wie gesagt, noch die Küchenschubladen einbauen, dann noch das Regal, das gegenüber vom Bett reinkommt und dann noch so ein paar Kleinigkeiten im Fahrzeug. Aber dann ist er auch wirklich schon fertig. Und dann wird es selbstverständlich ein Roomtour-Video geben, in dem ich euch das fertige Produkt nochmal zeige. Und da muss ich jetzt so langsam, aber sicher ein bisschen die Spannungsmaus aufbauen. Und deswegen zeige ich euch das Bett jetzt leider noch nicht im Fahrzeug. Da müsst ihr euch, wie gesagt, noch ein kleines bisschen gedulden. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder mit dem Bau der Ausziehküche, die ich hier reinbauen werde. Das wird hoffentlich wirklich mal ein etwas kürzeres Video. Also, vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.